اخوك ما موجود؟ اخوك ما موجود؟ لا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، على أسلوب gebührt الله dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir sind gerade bei Surat Ad-Dukhan, liebe Geschwister. Das ist die Nummer 44 im Koran und wir sind auf der Seite 496. Das letzte Mal haben wir bis zur 16. Ayah gelesen und heute, inshallah ta'ala, werden wir die 17. fortfolgende machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den vollen Lohn dafür schreiben. Und das sind die Sitzungen des Koran, liebe Geschwister. Derjenige, der an solchen Sitzungen teilnimmt, soll wissen, dass er nicht als Verlierer hier herausgeht. Im Gegenteil, er geht als Gewinner heraus. Erstmal hat er sich mit dem Besten beschäftigt, womit sich ein Mensch beschäftigen kann, mit den Worten Allahs azza wa jal. Und zweitens wird er zahlreich dafür belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und drittens werden die Engel die gesamte Zeit Bittgebete für ihn sprechen, solange er an dieser Sitzung teilnimmt. Und wenn wir diese Sitzung beenden, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, steht auf, denn euch wurde vergeben. Walhamdulillahi rabbil alamin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben und uns verzeihen für das Falsche, was wir ständig machen ihm gegenüber, obwohl wir versuchen, Gutes zu tun. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أد أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ونعمة كانوا
كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين نعم الحمد لله bis zur 29. آية بإذن الله تعالى lesen wir jetzt die Übersetzung und dann erklären wir diese Ayat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir haben zuvor schon dem Volk Pharaon eine Versuchung herabgesandt, sie geprüft und zu ihnen kam ein Gesandter, der, und Allah azza wa jalla beschreibt ihn hier, Karim, ja edel, man kann sagen, zu ihnen kam ein edler Gesandter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns jetzt hier, dass er, vor dem er Quraysh gedroht hat, schon Völker bestraft hat, die vor ihnen waren. Wie ihr euch erinnern könnt, natürlich Surat Ad-Dukhan, das heißt der Rauch. Und dieser Rauch war eine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben gesagt, die Gelehrten hatten unterschiedliche Ansichten, ob der Rauch schon in diesem Leben eingetreten ist, das heißt in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, ob das der Rauch gemeint war oder ob der Rauch Yawmul Qiyamah als Zeichen von den Zeichen sein wird. Ihr wisst, es wird 10 große Zeichen am Ende der Zeit geben, die Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu anda, bei Imam Muslim. Es wird 10 große Zeichen geben, bevor Allah azza wa jalla subhanahu alles vernichten wird. Und daher haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten gehabt, aber die Leute in der Zeit von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Qurayshiten, wir haben gesagt, sie haben sich immer mehr lustig gemacht über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben sie misshandelt und sie haben auch die Muslime mit den Übelsten beschimpft. Also hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam was gegen sie gemacht? Dua. So dass Allah azza wa jalla sie mit welcher Prüfung heimgesucht hat? Mit dem Hunger. Etliche Jahre haben sie gehungert, bis sie das Übelste von der Straße gegessen haben, walayyadu billah, was niemand essen würde, wenn er nicht kurz vor dem Tod stehen würde. Und hier haben sie dann ihn gebeten, dass er dieses Dua wieder rückgängig macht. Was uns beweist, sie wussten ganz genau, dass er ein Gesandter ist. Aber haben sie ihn als Gesandten akzeptiert? Sie haben ihn der Lüge bezichtigt. Natürlich wussten sie, und das mit Beweistext vom Koran, die Qurayshiten wussten, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Prophet. Sie haben das gewusst, aber sie haben ihn geleugnet. Deswegen waren sie Kuffar. Hier sagt uns Allah azza wa jalla, wir haben vor euch, o ihr Qurayshiten, schon ein anderes Volk geprüft. Welches Volk meint Allah azza wa jalla hier? Bani Israel. Indem er ihnen Musa alaihi salatu wasalam geschickt hat. Und Allah azza wa jalla hat ihnen immer wieder Androhungen geschickt. Androhungen, Androhungen, Androhungen. Denn ihr wisst, Allahs Sunnah bedeutet der Weg, die Methodik ist, dass er kein Volk er bestraft, bis er was geschickt hat? Einen Warner. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولًا. Wir werden niemals ein Volk bestrafen, bis wir einen Gesandten zu ihnen geschickt haben. Allahu Akbar. Was für eine Barmherzigkeit von unserem Herrn. Allah subhanahu wa ta'ala, der wahrlich es nicht eilig hat mit der Strafe. Deswegen einer der Namen von Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Halim. Al-Halim bedeutet, er hat es nicht eilig mit der Strafe. Er schiebt die Leute auf und in dieser Zeit, wo er sie aufschiebt, gibt er ihnen die Gelegenheit zu bereuen. Wenn sie dann aber tatsächlich nicht bereuen, dann vernichtet Allah azza wa jalla das Volk. Aber wenn sie zur Reue zurückkehren, was macht Allah azza wa jalla? Er vergibt ihnen subhanahu wa ta'ala. Wie Allah azza wa jalla in Surat Al-Buruj sagt, إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا. Wahrlich diejenigen, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen geprüft haben, die Prüfung ist hier von Ashab al-Ukhdud, ihr wisst, wo sie einen Graben geschaufelt haben und wen reingeworfen haben ins Feuer? Die Gläubigen. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Wenn sie nicht reuig zu Allah azza wa jalla zurückkehren,
nachdem sie die Auliya Allahs getötet haben. Wie Hassan al-Basri, al-Hassan al-Basri rahimullah ta'ala sagte, schau, wie edelmütig dein Herr ist, sie bringen die nahestehenden Diener Allahs um und er ruft sie trotzdem zur Reue Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ. Wenn sie nicht bereuen bei Allah Azza wa Jal, dann werden sie die Strafe von Jahannam zu Kosten bekommen. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Und sie werden وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Und sie werden die Strafe des Verbrennens kosten. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat es nicht eilig mit der Strafe. Obwohl er bestrafen könnte und sofort bestrafen konnte und nicht einen Warner schicken bräuchte. Aber das ist die Edelmütigkeit von Allah Azza wa Jal, was uns darauf hinweist. Und das sind die lügnerischen Zungen, die über Allah Azza wa Jal lügen. Die sagen, Allah wäre ein strafender Gott. A'udhu billah. Allahs Barmherzigkeit umfasst alles. Niemand versteht die Barmherzigkeit von Allah. Wir haben gerade nur ein Beispiel klar gemacht, wie gewaltig die Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jal ist. Dass er Leute sogar die Möglichkeit gegeben hat zu bereuen, die seine liebsten Diener getötet haben. Und wir wissen aus einer Überlieferung, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim, von Allah Azza wa Jal seinem Herrn berichtet, man adali waliyan. Die Überlieferung haben wir schon gehabt bei der Erklärung von 40 Hadithen. Man ada li waliyan faqad adantuhu bilhab. Wer einen nahestehenden Diener von mir nur anfeindet, den habe ich den Krieg erklärt. Und trotzdem, obwohl Allah Azza wa Jal seine nahestehenden Diener besonders schützt und besonders auf sie achtet und denjenigen, die sie angreifen, ihnen wehtun, ihnen sie anfeinden, dass Allah Azza wa Jal ihnen den Krieg erklärt hat, trotzdem hat Allah sie aufgeschoben. Hier habt ihr nochmal die Chance, ihr habt einen Fehler begangen, bereut und dann kehrt ihr wieder reuig zu mir zurück und ich werde eure Reue akzeptieren. Und schaut nur mal diese Überlieferung, Subhanallah. Yawmul Qiyamah, das heißt im Paradies, und die Überlieferung ist bei Bukhari und ich denke auch bei Muslim, Inshallah, auch bei Muslim, in jedem Fall bei Al-Bukhari, so wird ein Paradiesbewohner in Al-Jannah sein. Und dann kommt sein Mörder herein in das Paradies. Wer? Sein Mörder, der ihn getötet hat in der Dunya. Dann sagt er zu ihm, du hier, nachdem du mich getötet hast, so wird er entgegnen, er hat danach was angenommen, den Islam, und ist reuig zu Allah Azza wa Jal zurückgekehrt. Und beide sind im Paradies, der Mörder und der ermordet. Schaut mal, diese Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, gewaltig. Wallahi, gewaltig. Hat er irgendeinem von den beiden Unrecht getan? Nein. Er hat keinem Unrecht getan. Und jeder bekommt sein Recht, Yawmul Qiyamah, wie ihr wisst. Auf jeden Fall, Allah hat ihnen angedroht, den Qurayshiten. Diese Strafe, die ihr bekommt, wird eine Strafe sein, die gewaltig ist. Weil wir haben vor euch schon zu Bani Israel einen Gesandten geschickt. Das war Musa, alayhi as-salatu wassalam. Und Musa hatte die Aufgabe, zu Pharaon zu gehen. Überlegt, subhanallah, diese Geschichte, die nimmt einen, raubt einen den Verstand. Damit wir verstehen, was bedeutet Tawakkul ala Allah, dass man auf Allah azza wa jal richtig vertraut, subhanahu wa ta'ala. Pharaon hat ungefähr, wie die Geschichte schreibt, 70.000 Kinder getötet. Warum? Weil er dachte, dieser ist dabei, weil er hat einen Traum gehabt, dass er einen Jungen sieht im Traum, der ihm sein Königreich hinwegnimmt. Also hat er alle Kinder getötet. Was hat er gemacht? Er hat alle Jungs getötet. Die Mädchen hat er am Leben gelassen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala das auch im Koran bestätigt. Dieser hat aber keinen von den Jungs getötet, der ihm sein Königreich später klauen sollte. Stattdessen hat die Mutter von Musa a.s. ihren Sohn Musa in das Gewässer reingetan, damit er nicht zu den Jungs gehört, die geschlachtet werden. Also trieb er auf dem Meer, bis er an der Küste kam, wo die Frau von Pharaon dort gewesen ist und ihn genommen hat und zu Pharaon gebracht hat und ihm gesagt hat, lass uns ihn behalten, er könnte uns ein guter, nützlicher Junge sein. So hat er es akzeptiert. Musa wuchs auf, wo? Im Schloss von demjenigen, der nach ihm gesucht hat. Er hat ihn behütet, beschützt, ernährt, ertränkt und darauf geachtet, dass er das beste Leben hat.
Und später auch, Musa hat von keiner Frau die Brust genommen. So wird erzählt. Musa alayhi salatu wasalam hat von keiner Frau die Brust genommen, weil er wurde getrennt. Weil Allah azza wa jalla sagt im Koran, und das ist bewiesen, wir werden ihn zu dir zurückbringen. Also haben sie gesucht nach einer Hebamme, die ihn stillen kann. Keine hat das geschafft. Er wollte von keiner die Brust, bis gesagt wurde, es gibt eine Frau so und so, und das war die Mutter von Musa. Also wurde sie geholt und beide wuchsen im Schloss auf. Allah azza wa jalla hat sie zusammengebracht. Er hat nach diesem Jungen gesucht, den er über alles geschützt hat. Hajib. Deswegen sage ich euch, Allah kann dich in einem Feind, in einem Land der Feinde zu ihrem Präsidenten erheben. Obwohl sie dir alle gegenüber Feind sind. Das ist die Macht von Allah subhanahu wa ta'ala. Daher sagen wir, Pharaon war hochmütig. Er sagte, ana rabbukumul a'la. Und er hat sein Volk was? Versklavt. Das heißt, sie mussten ihn anbeten. Hat auch die Frau von ihm ihn angebetet? Nein, die Frau hat ihn nicht angebetet. Aber sein Volk musste ihn anbeten, weil er sich als Gott gesehen hat. Was war die Geschichte hier? Allah azza wa jalla sagt, وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. Und wir haben zuvor schon das Volk von Pharaon auf die Probe gestellt, indem wir ihnen was geschickt haben? Einen Gesandten. Und das ist eine Prüfung. Warum? Weil wir haben gesagt, nicht jeder nimmt oder nicht jeder glaubt an den Gesandten, der zu ihm geschickt wurde. Vor allen Dingen, wer nicht? Die Hochmütigen und die Leugner. Wie Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala sagt, وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةَ. Und an diesem Tag wirst du sehen, dass diejenigen, die über Allah Azza wa Jalla gelogen haben, schwarze Gesichter haben. Was meinte Allah subhanahu wa ta'ala damit? Diejenigen, die Gesandten geleugnet haben, waren die Mutakabbirun. Und die Leugner, die Sturköpfe gewesen sind. Das waren die, die als erstes die Gesandten geleugnet haben. Und für diese Leute waren die Gesandten eine Prüfung. Werden sie ihnen gehorchen oder nicht? Wer ist der Gesandte, dass ich ihnen gehorche? Ich habe eine höhere Stellung. Und ihr wisst, die Gesandten sind nicht als reiche Leute gekommen. Alle Gesandten hatten welchen Job gehabt? Sie waren Schafshüter. Und damit haben sie auch schon einen Dars bekommen, um später ihr Volk auch zu führen. Und dann haben die Hochmütigen gesagt, wer sind diese Leute? Über Muhammad s.a.w. haben sie gesagt, das ist einer, der sieht aus wie wir, der läuft durch den Markt. Was ist Besonderes an ihm? Zu Nuh a.s.w. haben sie gesagt, den folgen nur die Schwachen. Wie heute, wird gesagt, den folgen nur die sozial Schwachen, den Salafisten. Wallahi, der Koran ist immer gleich. Was sagen wir? Die Wörter bleiben, was ändert sich nur? Nur die Schauspieler ändern sich. Aber die Wörter bleiben. Die sagen heute, diese sozial Schwachen folgen nur den Salafisten. Ach so. Es gibt keine salafistischen Ärzte. Es gibt keine salafistischen Gelehrten. Es gibt keine salafistischen Ingenieure. Es gibt keine salafistischen so und so. Natürlich, die gibt es. Alhamdulillah, sie haben den Weg der Salaf, der Altvorderen, der Sahaba und des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie auch immer diese Leute sie nennen wollen. Das heißt, sie wurden immer missachtet, diese Gesandten. Und Allah azza wa jalla hat sie als Prüfung geschickt. Die Kuffar, die Leugner, die Hochmütigen konnten sie nicht akzeptieren. Warum? Weil überlegt mal, subhanallah, wer ist er, dass er über mich entscheidet? So sagt man doch. Wer ist er, dass er über mich entscheidet? Die Antwort ist, er ist der Gesandte Allahs. Und das reicht, dass Allah ihn zu dir geschickt hat, damit du nur eine Aufgabe hast, ihm zu gehorchen. Das heißt, das war der Grund, warum Allah Azza wa Jalla die Gesandten geschickt hat. Und wir haben keinen Gesandten geschickt, außer dass ihm gehorcht werden sollte, sagt Allah Azza wa Jalla. Dass ihm gehorcht werden soll. Das heißt, das ist die Aufgabe von den Gesandten, weil er kommt mit einer Botschaft. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt sich nicht offen. Weil wenn Allah Azza wa Jalla sich offen zeigen würde, was würde passieren? Alle würden glauben. Wie Bani Israel dieses von Musa alayhi salatu wasalam gefordert haben. Ja Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allaha. Jahra. Wir werden nicht eher an dich glauben, bis wir Allah, was? Öffentlich sehen. A'udhu billah. Wenn sie Allah öffentlich sehen, wo ist die Prüfung? Wo ist dann die Prüfung?
Und deswegen hat Allah das zum Gesetz gemacht. Keiner wird Allah Azza wa Jal sehen. Nicht mal der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihn gesehen in dieser Dunya. Aber Yawmul Qiyamah im Paradies, وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Und es wird an diesem Tag fröhliche Gesichter geben, die zu ihrem Herrn heraufschauen im Paradies zu Allah. Möge Allah Azza wa Jal uns unter ihnen machen. Das heißt, liebe Geschwister, das war ihre Prüfung. Er hat sie geprüft damit, ob sie diesem Gesandten gehorchen oder nicht. Sie wollten ihn nicht gehorchen. Und Pharaon hat die Leute, hat den Leuten Angst gemacht vor Musa a.s. Und das haben wir gesehen, gesagt, ist das ein großes Verbrechen der Kuffar. Es reicht ihnen nur nicht alleine, dass sie diese Entscheidung, oder beziehungsweise es reicht ihnen nicht, dass sie den Gesandten leugnen und dass sie den Kuffer betreiben. Das reicht ihnen nicht. Sondern sie müssen ihr Volk auch dazu bringen, dass sie genauso Kuffar sind wie sie. Warum lässt man nicht die Leute entscheiden? Eine Frage. Warum lässt man nicht die Leute entscheiden? Wie hier auch in diesem Land. Warum muss man ein Mainstream haben, einen Hauptmedienpunkt haben, dass man die sogenannten Salafisten, die nichts anderes sind als praktizierende Muslime, dass man sie dämonisiert, dass man sie so zeichnet, als wären sie Teufel, walayadu billah. Dass man den Leuten Angst macht vor ihnen, das ist ein Armutszeugnis für die Leute, die an der Spitze sitzen. Das heißt, sie haben so eine Angst vor der Dawa, die die erfolgreichste Dawa ist. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit dieser Dawa angefangen in Darul Arqam. Er war ein Einziger. Er wusste nicht, wer ihn folgen wird. Und jetzt sind es 1.500.000 Leute. Allahu Akbar. Das ist die Dauer vor dieser Angst. Sie wissen, dass diese Dauer unweigerlich Erfolg haben muss. Das wissen sie. Schaut mal, subhanallah, die Kirchen, beschweren sich. Sie sagen, wir haben Geld, wir haben Einrichtung, wir haben alle strukturierte Dauer. Sie haben ja auch eine Dauer, aber eine falsche Dauer. Aber keiner kommt zum Christentum, außer wir geben ihm so viel Geld, dass er für 2 Minuten sich für das Christentum entscheidet. Oder wir bieten ihnen so etwas an, das. Das heißt, wir missionieren. Das ist Missionieren. Wir machen Dawa. Das heißt, wir rufen die Leute. Sie entscheiden selber. Und wir nutzen nicht Leute aus, die in Afrika kurz vorm Tod sind und dann ihnen noch ein Brot und die Bibel geben. Alhamdulillah, das machen wir nicht. Deswegen, liebe Geschwister, die sagen, wir haben Geld, wir haben Organisation, wir haben Strukturen und keiner kommt zu unserer Religion. Schaut mal die Muslime. Kein Geld, total unorganisiert, keine Struktur, alles kaputt und so viele konvertieren zum Islam. Subhanallah, woher? Schaut mal unsere Dauer an. Keiner hat eine richtige Dauer. Bisschen Medien, ein kleines Facebook-Foto. Wir haben keine Dauer. Wir haben kein Geld, gar nichts. Aber die Leute kommen, wallahi, die kommen in unsere Moscheen rein und sagen, ich will den Islam annehmen. Da verläuft sich keiner. Der weiß ganz genau, wo er hin will. Und deswegen sagen wir, stellt euch vor, das wäre alles organisiert, strukturiert. Dann bekommst du Probleme. Warum? Weil das dann für dich, für die anderen eine Gefahr ist. Subhanallah, was für eine Gefahr. Wallahi, ist das eine Gefahr für eine Person, der das Paradies bekommt? Ist das eine Gefahr für ihn? Stell dir vor, du sagst zu einem, schau mal, ich hasse dich. Wenn du nicht das machst, was ich dir sage, bekommst du nicht das Paradies. Oh, was für eine Drohung. Was ist das eine Drohung? Dass du jemandem sagst, wenn du Allah gehorchst und seinen Gesandten gehorchst, dann kommst du in das Paradies. Was ist das für eine Drohung? Sag mir bitte, wo liegt denn die Drohung hier? Aber sie wollen das nicht, weil sie wissen, die Leute sind eigentlich bereit dafür. Und glaubt mir, es würden viel mehr Leute hier den Islam annehmen, aus mehreren Gründen. Erstmal, wenn die Muslime selber ein gutes Verhalten hätten. Nummer 2, wenn sie sich nicht in üblen Sekten spalten würden, sondern nur an dem Weg der Salaf festhalten würden. Und Nummer 3, dass diese Muslime wirklich hinterher sind, für ihre Religion alles zu tun. Was denkt ihr, wie viele Muslime hier mittlerweile auch in diesen Ländern wären? Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal entscheidet, wer als Muslim stirbt und wer als Kafir stirbt. Möge Allah Azza wa Jal nicht unsere Seelen nehmen, bis er mit uns zufrieden ist. Also kam Musa alayhi salatu wassalam zu Pharaon. An addu ilayya ibadallah. Das heißt, ich bin zu euch als Gesandter gekommen, ihr sollt mir gehorchen. Ich bin zu euch entsandt worden, aus keinem anderen Grund. Ich komme zu euch, um euch den Weg wohin zu zeigen zum Paradies. Und ich möchte nicht für euch das Üble.
Ich möchte nicht für euch das Üble. Daher, wenn ihr das Gute machen wollt, dann gehorcht Allah und gehorcht mir und ihr werdet ein glückliches Leben in dieser Welt und in der nächsten Welt leben. Aber ihr könnt euch vorstellen, dieser Gesandte wurde ebenfalls der Lüge bezichtigt. Von wem? Von Pharaon und seinen Kumpanen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns dann über diese Gegebenheit, Inni lakum rasulun amin, ich bin euch ein, amin ist hier was, wie übersetzt, als vertrauenswürdiger Gesandter bedeutet, wir müssen die Begriffe immer erklären, weil manchmal kann ein Begriff allgemein in der Bedeutung sein. Vertrauenswürdig bedeutet, ich bin mit der Botschaft von Allah gekommen und ich betrüge euch nicht. Das ist die reine Botschaft, die ich euch überbringe. Und wenn ihr ihr folgt, dann werdet ihr das Paradies bekommen. Schaut mal dieses Versprechen, ja, dass du genau weißt, ich muss dieser Anleitung folgen, dann komme ich in das Paradies. Das heißt, du hast eine Planungssicherheit. Was machen die Leute untereinander? Die haben jeden Tag eine neue Laune. Heute musst du so für sie sein, morgen musst du grün sein, übermorgen musst du rot sein, überübermorgen musst du rosa sein. Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Diese Leute verlangen immer was Neues von dir. Du musst mit der Mode mitgehen, du musst mit dem Mainstream mitgehen, du musst. Ansonsten wirst du gemobbt, richtig? Aber was haben wir bei Allah? Wir haben eine Planungssicherheit. Allah hat uns gewisse Gebote aufgetragen. Wenn wir das machen, sind wir mit Sicherheit im Paradies. Sind wir, ich sage es so, mit Sicherheit im Paradies, weil wer uns das versprochen hat? Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, du kannst darauf bauen, wie du lebst. Aber bei anderen Leuten, du weißt nicht, wie die dich morgen haben wollen. Heute bist du Punker, morgen bist du Grufti, übermorgen bist du Schufti. Du musst immer alles durchmachen und zum Schluss, subhanallah, hast du keine Planungssicherheit. Deswegen, liebe Geschwister, das Schönste ist, dass du einfach einer einfachen Rechtleitung folgst und von Allah subhanahu wa ta'ala den Erfolg bekommst. Dann sagt ihn Musa alayhi salatu wa salam, وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ und seid nicht hochmütig gegenüber Allah. Inni atikum bi sultanin mubin. Ich bin zu euch mit einer deutlichen Ermächtigung gekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Seid nicht hochmütig. Macht nicht den Fehler, dass ihr mich verleugnet. Macht nicht den Fehler, dass ihr denkt, ihr habt die eigene Glückseligkeit in diesseits und im Jenseits in der Hand. Nein. Euch muss erstmal beigebracht werden, was Glückseligkeit ist. Und subhanallah, das haben viele Leute erfahren. Die dachten, dass vielleicht Serien sie glücklich machen oder Tennis spielen oder Tischtennis spielen. Manche dachten durch Fußball, manche dachten durch Playstation, manche dachten durch eine Freundin. Einer hat sich einen Hund geholt, dann ist auch nicht gelaufen, irgendwann ein Kamel. Und die haben sich alles geholt, einen ganzen Zoo. Aber subhanallah, sind sie zum Schluss glücklich geworden? Nein. Sie wissen auch nicht, was es bedeutet, glücklich zu sein. Warum? Weil ihnen das nicht erklärt wurde. Aber die Gesandten kamen zu den Leuten und haben ihnen erklärt, was sie glücklich macht. Und wie kommt das, dass du die Leute siehst, die dann konvertieren? Der sagt dir, ich bin bereit, mein ganzes Leben zu ändern. Uff, subhanallah. Schaut mal, was der alles gemacht hat in seinem Leben. Hat er irgendetwas ausgelassen? Antwort, nein. Aber war er glücklich? Antwort, nein. Das heißt, nicht diese Dinge, die er gemacht hat, haben ihn glücklich gemacht. Was siehst du dann diesen? Der kommt zu dir, du sagst den, Alhamdulillah, du bist jetzt Muslim, schau mal, reinige dich. Du hast vielleicht verbotenes Geld, was du damals übelst erworben hast. Reinige dich mit dem Geld. Was macht er mit dem Geld? Der gibt sofort weg. Bei uns kommen die Leute zum Islam, indem sie ihr altes Geld weggeben. Im Christentum, die kriegen Geld dafür, dass sie zum Islam kommen. Die kriegen Geld dafür, dass sie zum Christentum kommen. Ja, was meine ich damit? Du kommst zu einem Muslim, der ist Muslim geworden, du sagst ihm, entferne dich von diesem Haram-Geld, von diesem verbotenen Geld. Was macht der? Er gibt das Geld weg. Der zwinkert nicht mit dem Auge, gar nichts. Der gibt das Geld weg, um sich zu reinigen.
Aber Leute, die das Christentum annehmen wollen, du musst ihnen so viel Geld geben, dass sie es überhaupt annehmen, das Christentum. Schau mal den Unterschied. Der eine ist bereit, Geld wegzugeben, der andere nimmt Geld an, damit er etwas, subhanallah. Das ist ein Riesenunterschied, liebe Geschwister. Und da, das sind Zeichen für uns, dass wir verstehen, dass eine Person, der den Islam annimmt, der wirft sich einmal nieder vor seinem Herrn und weiß, dass sein gesamtes Leben Lüge war. Durch eine, was, Niederwerfung. Wie teuer war die? Wie teuer? Hat gar nichts gekostet. Ich erzähle euch die Geschichte von einem Polizisten hier in Deutschland. Der hat sich gefragt, warum beten die Muslime und was ist das überhaupt für eine Bewegung, dass sie sich niederwerfen vor ihrem Herrn und dies und das. Und eines Tages hat er sich umgeguckt und der war in so einem Bezirk, wo es auch eine Moschee gab und der war in einer Zeit da, wo keiner da war. Hat er geguckt, hat nochmal geguckt, hat sich erkundigt, ob keiner da war. Dann hat er sich umgeschaut, hat auf den Boden geschaut, hat geguckt, darauf werfen sie sich nieder. Dann ist er hingegangen und hat gesagt, ich will mal fühlen, was sie so fühlen. Und hat sich niedergeworfen. Und dann hat Allah Azza wa Jalla ihm was im Herzen eingegeben und der hat den Islam angenommen. Durch eine Niederwerfung. Durch eine Niederwerfung. Subhanallah. Das ist die Gunst von Allah Azza wa Jalla, dass er dir beibringt, was ist tatsächliche Freude. Wie ist der Zustand von Leuten, die den Islam annehmen? Wie seht ihr sie? Weinend meistens, richtig? Und sie weinen bitterliche Tränen. Wallahi, bitterliche Tränen. Sheikh Mohammed Hassan, Hafidullah, hat erzählt, er wurde einmal gerufen, dass er von jemandem die Shahada annimmt. Dieser war ein sehr reicher Mann, aber ein sehr arroganter Mann. Und der war so verblendet von seinem Geld, der hat gesagt, wenn ich Kopfschmerzen habe, lege ich $100 auf meinen Kopf, dann sind die Kopfschmerzen weg. Schau mal, wie sehr er das Geld geliebt hat. Sheikh Mohammed Hassan hat ihm gesagt, Ta'isa Abdu Dirham, der Diener vom Dirham, vom Geld wird zugrunde gehen. Und der war ein Diener vom Geld. Der hat ihn gesagt, und der hat 16 Milliarden besessen. Das heißt, der hat ein bisschen gekostet. Ja? Ich wundere mich über Hartz-IV-Empfänger, die so groß herumposaunen. Er hat nichts, besitzt nichts und tut so, als ob er reich wäre. Der war wenigstens reich. Der hat 16 Milliarden gehabt. Der hat 16 Milliarden gehabt. Der hat gesagt, es gab keine Frucht, die ich nicht probiert habe. Es gab keine Frau, die ich nicht gekostet habe. Es gab nichts von den guten, schönen Ereignissen, außer ich habe das gemacht. Alle Landschaften habe ich besucht. Und trotzdem habe ich versucht, mehrmals Selbstmord zu machen. Mehrmals Selbstmord zu machen. Schaut mal, subhanallah. Dann hat ihn der Sheikh gesagt, schau mal, wir nehmen jetzt von dir den Islam an und dann wirst du sehen, dass du ein neues Leben anfängst. Dann hat er ihm gesagt, warte, Sheikh. Er hat gesagt, auf was warte? Er hat ihm gesagt, ich werde erstmal ein paar Sachen von mir fertig machen und dann werde ich zu dir kommen ins Zentrum und ich werde den Islam bei dir annehmen. Er hat ihm gesagt, kein Problem, ich hole nur einen Zettel, du musst mir unterschreiben. Er sagt, was soll ich unterschreiben? Sagt ihn, du wirst erst dann den Islam annehmen, wenn der Todesengel dich vorher noch nicht besucht hat. Unterschreibe mir das. Der überlegt, er sagt, woher soll ich wissen, wie lange ich lebe? Er sagt, unterschreib mir das, du weißt schon, wie lange du lebst. Er sagt, ich weiß nicht, wie lange ich lebe. Er hat ihm gesagt, willst du nicht jetzt endlich den Islam annehmen? Dann hat er den Islam angenommen. Und der hat so bitterlich geweint, dass Sheikh Mohammed Hassan ihn gefragt hat, subhanallah, ich habe selten eine Person so weinen gesehen. Warum weinst du so? Er sagte, wallahi, ich habe in meinem ganzen Leben nach dieser Zufriedenheit gesucht. Und ich stelle dir jetzt eine Frage, was habt ihr in diesem Glaubensbekenntnis hereingetan, das mir so eine Freude verursacht. Das heißt, was ist das Rezept von diesem Glaubensbekenntnis? Schaut mal einen Satz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und du bist ein neuer Mensch. Oder die Behörden sagen, wie kann das sein, dass Leute, die 30 Jahre anders gelebt haben, auf einmal sagen, ich bin bereit, alles zu ändern. Die denken, das ist durch uns, das ist aber nicht durch uns. Wer hat ihre Seelen gereinigt? Allah Azza wa Jal, so dass sie 30 Jahre, wallahi, vielleicht Alkohol getrunken haben, Sinner gemacht haben, Glücksspiel betrieben haben, die sagen dann einmal die Shahada, die sind bereit, alles zu lassen. Alles. Sogar die Schwägerin von Tony Blair damals, die hat den Islam angenommen, ja. Sie sagt über sich, ich habe über 25 Jahre Alkohol getrunken, dann habe ich ihn gelassen. Von dem einen auf den anderen Tag und seitdem fühle ich mich glücklich. Und der mochte das gar nicht hören, ja, der Tony. Seine eigene Schwägerin ist zum Islam konvertiert. Und daher, liebe Geschwister, das ist das, was wir wollen. Seid nicht hochmütig gegenüber Allah. Wer seid ihr denn? Allah hat euch erschaffen aus etwas Sperma.
Ich meine, überlegt mal, wie unsere Erschaffung war. Etwas Spucke, ja? Etwas, das wie Spucke aussieht. Das war unsere Erschaffung. Und schaut mal, ist ein kleiner Mensch aus ihnen entstanden und dann ist er hochmütig geworden. Und die gewaltigen Geschöpfe lobpreisen Allah, Allah Azza wa Jal, die gewaltigen Berge, die gewaltigen Himmel. Alles, was gewaltig ist, lobpreist Allah. Aber der kleine Mensch, der keinen Wert bei Allah Azza wa Jal hat, der nicht mal gesehen wird vom Weltall, der ist hochmütig, als würde er über dem Weltall leben. Und das ist der Hochmut von vielen Leuten. Inni atikum bi sultanin mubin. Ich bin zu euch mit einer deutlichen Botschaft gekommen. Wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an. Und ich nehme gewiss Zuflucht bei Allah. Ich suche Schutz, Abdullah. Ich suche Schutz bei meinem Herrn, dass ihr mich nicht steinigt. Und bitte, das ist ein Dars für uns. Warum wollten sie Musa steinigen? Was hat ihnen nicht gefallen? Die Hautfarbe? Die Haarfrisur? Was hat ihnen nicht gefallen? Die Botschaft. Da bitte. Was hat er ihnen angetan? Nichts. Guckt mal, wie er mit ihnen redet, ja? Er redet sanftmütig mit ihnen, ruft sie auf, versucht sie zu besänftigen, dass sie wirklich mit reinem Herzen den Islam annehmen. Was ist ihre Antwort? Sie wollen ihn steinigen. Und das meinten sie ernst, dass sie diese Propheten steinigen wollten. Und haben sie in der Geschichte Propheten getötet? Wie Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte, an einem Tag hat das Volk von Bani Israel 70 Propheten getötet. Liebe Geschwister, weil ihr wisst aus einer Überlieferung, die umstritten ist, wissen wir, dass es wie viele Propheten gab? 124.000 Propheten und ungefähr 326 Gesandte. Und einige der großen Hadith-Gelehrten haben diese Überlieferung als authentisch klassifiziert. Das heißt, sie haben sie getötet. Warum? Weil diese Propheten mit etwas gekommen sind, was ihnen nicht gefallen hat. So sagt Allah Azza wa Jal in Surat Al-Baqarah, وَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Und jedes Mal, wenn ein Gesandter zu euch gekommen ist, mit etwas, was gegen eure Gelüste war. Warum haben sie Yahya geköpft, alayhi salatu wassalam? Weil er eine Fatwa gegeben hat, dass der König nicht die heiraten durfte, die er heiraten wollte. Sie haben ihn geköpft. Gelüste, die Leute gehabt haben, jedes Mal, sagt Allah Azza wa Jal, wenn ein Gesandter zu euch kam, der nicht mit den Gelüsten übereingestimmt hat, die ihr hattet, was habt ihr gemacht? Dann habt ihr diese Gesandten der Lüge bezichtigt. Ein Teil hat sie getötet und einen anderen Teil haben sie geleugnet. Das war die Realität. Und das werden wir immer sehen. Und das wird eine Sache sein, die immer bleiben wird, liebe Geschwister. Daher wisset, wer diese Botschaft trägt, der hat das Gewaltigste getragen, was ein Mensch nur tragen kann. Nummer eins, er macht die Aufgabe der Propheten. Und Allah Azza wa Jalla sagt in Surat Al-Fussilat, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Und wer spricht bessere Wörter als einer, der zu Allah ruft? Wer spricht beste Wörter? Deswegen, als Allah subhanahu wa ta'ala uns eine Rangliste gegeben hat von den besten Menschen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in Surat An-Nisa, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَى وَالصَّالِحِينَ. Das ist eine Anordnung. Die Besten, sagt Allah Azza wa Jal, sind die Propheten, dann die Wahrhaftigen, dann die Märtyrer und dann die Rechtschaffen. Und manche Propheten waren alles. Deswegen die beste Aufgabe, die du machen kannst, ist, dass du die Aufgabe der Propheten machst. Aber was ist die Konsequenz von dieser Aufgabe? Du wirst bekämpft, manchmal sogar dafür getötet. Aber was ist dein Lohn? Das ewige Paradies. Und du wirst mit wem sein? Mit den Propheten versammelt. Allahu Akbar. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Allah wird dich vereinigen mit diesen besten Leuten. Mit ihnen wirst du auferstehen. Warum? Weil du nur das Beste getan hast und Allah Azza wa Jal dich dafür ehren wird, يَوْمُ الْقِيَامَةِ. وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا,
Musa alayhi salatu wasalam hat ihnen gesagt, warum diese Steinigung? Wenn ihr mir nicht glaubt, dann lasst mich einfach in Ruhe und schadet mir nicht und schadet den Leuten nicht. Schickt die Leute von Bani Israel, die gläubig sind und mit mir mitgehen wollen, freiwillig, schickt sie mit mir und wir werden keine Probleme haben, bis wir Allah azza wa jal begegnen. Dann wird er zwischen uns richten, wer die Wahrheit gesagt hat und wer nicht. Wo ist euer Problem? Schadet uns nicht. Aber sie wollen ihnen schaden. Und das ist ihr groß. Und schaut mal, subhanallah, nur ein paar Geschichten. Was wollten sie mit Nuh machen? Sie sagten, Ya Nuh, la illam tantahi, latakunanna minal marjumi. O Nuh, wenn du nicht aufhörst, uns deine Botschaft zu verbreiten, dann wirst du einer der Gesteinigten sein. Harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Allah azza wa jalla sagt in Surat Al-Anbiya, und verbrennt ihn wen? Ibrahim alayhi salatu wasalam, und verteidigt eure Götter, wenn ihr etwas tun wollt. Verteidigt eure Götter, ihre Götter mussten verteidigt werden. Sie haben gesagt, wie konnte er im Tempel alle töten? Hätten wir doch einen eingesetzt, der auf sie aufgepasst hat. Der auf diese Götter, die mussten auf ihre eigenen Götter aufpassen, damit sie nicht getötet oder geschlachtet oder kaputt gemacht werden. Aber wer bedenkt, liebe Geschwister? Und so wollten sie auch Muhammad sallallahu alaihi wa sallam töten. Und so wollten sie die Elite töten. Warum? Nur aus einem Grund, weil sie zum Guten gerufen haben. Aber Musa alaihi salatu wa sallam hat dann ein Bittgebet gemacht. Fada'a rabbahu. Da rief er zu seinem Herrn, diese sind ein Volk von Übeltätern. Er rief seinem Herrn subhanahu wa ta'ala. Und das ist das volle Vertrauen der Propheten in Allah azza wa jalla. Sie wissen ganz genau, ganz gleich, wie eng, wie gefährlich eine Situation für sie zu sein scheinen mag. Sie wissen, sie haben einen Herrn, der sie da rausbringt. Und so war es auch bei ihm. Schaut mal, wir lesen gleich die Geschichte. Fa'asri bi'ibadi layla. Zieh bei Nacht mit meinen Dienern fort, ihr werdet ja verfolgt werden. Allah azza wa jalla sagt, ja Musa, nimm die Gläubigen von dem Volk und geht in der Nacht hinweg. Schaut mal, das ist Al-Akhdhu bil-Asbab. Das ist ein Beweis, dass wir Mittel in Anspruch nehmen können oder sollen. Ich meine, könnte Allah sie auch nicht so retten? Ja oder nein? Natürlich. Aber er hat ihnen befohlen, in der Nacht loszuziehen, damit sie nicht gesehen werden. Das heißt, du schaffst auch die Mittel, selbst ein Prophet. Es gibt Leute, der sagt, ja, was passiert, passiert. Ja, natürlich, was passiert, passiert. Aber du hast die Aufgabe, Mittel in Anspruch zu nehmen. Das ist deine Aufgabe. Und so hat er die gläubigen Diener genommen, Musa alayhi salatu wasalam, und ist in der Nacht weggezogen. Allah azza wa jal sagt ihnen, innakum muttaba'un, sie werden euch verfolgen. Sie werden hinter euch kommen. Wer? Pharaon und seine Soldaten. Watruk al-bahra rahwa. Und lasst das Meer in Ruhe zurück. Gewiss, sie sind eine Herrscher, die ertränkt werden. Guckt mal, die frohe Botschaft von Allah azza wa jal. Musa ist gerade in einer Situation, wo er weiß, Khalas, die wollen ihn töten. Jetzt sagt er, oh mein Herr, helfe mir, ich habe niemanden außer dir. Allah azza wa jalla sagt ihm, geh in der Nacht hinweg. Und wenn du am Meer kommst, was hat Allah azza wa jalla gemacht? Er hat das Meer gespalten, so dass die 12 Stämme von Bani Israel durchgehen konnten. Musa alayhi salatu wasalam, als er mit seinem Volk da durchgegangen ist, dann hat Musa a.s. gesagt, weil vorher hat er mit dem Stock was auf den Boden geschlagen. Dann hat er gedacht, aha, wenn wir jetzt so durchgehen durch dieses Meer, das bleibt so mit diesen Wegen, also schlage ich nochmal, damit alles wieder zurückkommt. Allah a.s. sagt ihnen, lass das Meer so, wie es ist. Sie werden ertränkt werden. Das ist unsere Aufgabe, kümmere dich nicht darum, sondern ihr flieht. Also hat Allah a.s. sie dann alle ertränkt. Alle was? Ertränkt. Und Pharaon hat Allah azza wa jal zu einem Zeichen gemacht. Welchem Zeichen? Dass er bis an die Küste gespült wurde. Und das war ein großes Zeichen, liebe Geschwister. Warum? Erstmal, was hat er gesagt? Er wäre ein Gott. Wird ein Gott an die Küste gespült? Zweitens, das Volk von Pharaon hat ihn so gefürchtet, dass sie gedacht haben, dieser Mann, der kann tun, was er will. Und Allah hat sie beruhigt. Das ist die Leiche, von der ihr dachtet,
dass er mächtig ist, aber schaut, wie erbärmlich er ist, dass seine Leiche an den Strand gespült wird und er keinen Wert hat. Sogar die Fische, sie entfernen sich von ihm. Subhanallah. Zeichen von Allah Azza wa Jal. Subhanahu wa ta'ala. Innahum jundum muraqun. Sie sind ein Volk, ein Herrscher, die Herrscherin, die ertränkt werden. Ein festes Gesetz von Allah Azza wa Jal. Hat er sie ertränkt? Er hat sie ertränkt, subhanahu wa ta'ala. Dann sagt Allah Azza wa Jal, wie viele Quellen und Gärten ließen sie zurück? Das heißt, sie haben in Wohlstand gelebt. Sie haben Gärten gehabt. Wunderschöne Gärten. Als eine Gnade von Allah Azza wa Jal. Und sie konnten darin leben. Und sie hatten reine Flüsse, reine Seen, liebe Geschwister, wo sie profitieren konnten davon. Und Getreidefelder und treffliche Städte. Und Getreidefelder und wunderschöne Häuser hatten sie gehabt. Alles. Das sind Gnaden, die Allah Azza wa Jal aufzählt. Und? Und ein angenehmes Leben, in dem sie vergnügt waren. Und ein angenehmes Leben, wo sie genossen haben. Jetzt eine Frage, was hat ihnen gefehlt? Was? Nichts, oder? Sie haben alles gehabt. Das sind die Gnaden. Das sind die Gnaden, die ein Mensch sich wünscht. Kein Problem. Aber wodurch wurden ihnen ihre Gnaden weggenommen? Das ist eine Lehre für uns. Hä? Indem sie hochmütig waren. Indem sie, كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. So haben wir diese Schätze einem anderen Volk gegeben, ein anderes Volk vererbt. Und deswegen wisset, wenn Allah sieht, subhanahu wa ta'ala, dass wir ungehorsam sind, dann wird er uns eintauschen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Dieses deswegen, weil Allah Azza wa Jal niemals die Gnaden von einem Volk hinwegnimmt, bis sie sich ändern. Und Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagt, je nach Widersetzung, so viel an Gnade wird dir hinweggenommen. Entsprechend deiner Widersetzung. Aber wenn du bereust, gibt Allah dir diese Gnaden zurück. Und wir merken das nicht immer, wie unsere Gnaden hinweggehen. Wir denken, das muss schon eine gewaltige Prüfung sein. Nein, nein, nein. Allah nimmt dir Gnaden weg und das ist das Gewaltige, dass Allah dir Gnaden wegnimmt, ohne dass du es merkst. Hey Wallah. Wie viele Leute konnten sehen? Sie wurden blind. Wie viele Leute konnten laufen? Allah hat ihre Beine genommen. Letztens haben wir gehört von einem, subhanallah, der hat so viel geraucht, beide Beine amputiert jetzt. Der ist immer auf dem Fahrrad gefahren, hat so, naja, ich will ihn nicht beschreiben, vielleicht kennt ihr ihn dann. Auf jeden Fall, mit Musik durch die Gegend, ganze Zeit geraucht, alles drum und dran. Sein Fahrrad war sein Leben. Was hat Allah ihn genommen? Die Beine, mit denen er das Fahrrad fährt. Das war sein Leben. Der ist von morgens bis abends, der war bekannt. Von morgens bis abends ist er auf sein Fahrrad gefahren. Schaut mal, subhanallah. Allah nimmt dir die Gnaden hinweg. Deswegen eines der Bittgebete, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer gesprochen hat, und ich habe das schon oft erwähnt, die Überlieferung ist bei Imam Muslim. Er sagte, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir, Schutz bei dir, dass du mir Gnaden wegnimmst. Dass du mir Gnaden wegnimmst. Was heißt, dass du hast jetzt alles. Manche denken, ja, wofür soll ich Dua machen? Ich habe eine Frau, ich habe Kinder, ich habe Auto, ich habe Geld. Wozu soll ich Dua machen? Zum Beispiel, dass Allah diese Gnaden nicht wegnimmt. Dafür sollst du Dua machen. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. Merkt euch dieses Dua und spricht das immer, denn die Gnaden sind heute da und morgen werden sie hinweggenommen. Allah Azza wa Jal hat von diesem Volk die Gnaden genommen. Warum? Weil sie sich ihm gegenüber widersetzt haben. Und dann die letzte Ayah, liebe Geschwister. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ. Weder Himmel noch Erde weinte über sie. Das heißt, wenn ein gläubiger Diener stirbt, hört zu, dann weinen Himmel und Erde um ihn. Dann weinen Himmel und Erde um ihn. Warum? Der Himmel weint,
Weil die guten Taten, die der Gläubige gemacht hat, sind immer nach oben aufgestiegen. Und die Erde weint, weil er hat sich auf die Erde niedergeworfen. Er hat auf dieser Erde das Gute geboten, das Schlechte verboten. Er hat auf dieser Erde Blutvergießen vermieden. Deswegen weint die Erde um ihn. Und sie weinen tatsächlich. Das ist ein Beweis dafür. Aber um Pharaon und seine Soldaten hat die Erde und der Himmel nicht geweint. Warum? Weil sie Übeltäter waren. Weil sie Übeltäter waren. In einer Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu anhu, Mawqufat, das von Ibn Abbas, nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, wie der Grad der Authentizität ist, er sagte, wenn ein gläubiger Diener stirbt, weinen Himmel und Erde 40 Tage um ihn. 40 Tage. Manche Gelehrte haben beschrieben, das Weinen des Himmels könnte diese Röte sein. Kennt ihr diese Röte manchmal so im Himmel? Kennt ihr diese Röte, die sich so manchmal so ergibt? Auf jeden Fall, wir sagen, sie weinen richtig. Wie Allahu Ta'ala ala wa alam. So wie diese Himmel und diese Erden Allah lobpreisen. Sehen wir das? Wissen wir, wie das geht? Ha? Allah Azza wa Jalla sagt, sie lobpreisen Allah, ihr aber wisst nicht, wie sie ihn lobpreisen. Ihr wisst nicht, wie sie ihn lobpreisen. Wir wissen auch nicht, wie sie weinen. Aber wenn ein gläubiger Diener stirbt, so werden Himmel und Erde über ihn weinen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen ein gutes Ende geben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wenn es Fragen gibt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, kurz diese Fragen zu stellen. Erstmal zum Thema, wenn es Fragen gibt. Tfadal. Ja. Nochmal bitte. Hier steht in der Übersetzung, Aya 18, übergibt mir Allahs Diener. An addu ilayya ibadallah. Wir haben ja gesagt, an addu ilayya ibadallah. Die Gelehrten hatten unterschiedliche Ansichten. Wir haben das alles in einem erklärt, weil das, was die Gelehrten gesagt haben, war nicht widersprüchlich. Manche haben gesagt, übergibt mir die Diener. Manche haben gesagt, sie sollen mir gehorchen. Manche haben gesagt, das heißt, ich nehme die Diener und das sind jetzt sozusagen eine Amana. Wir können alles miteinander verbinden. Gib mir die Diener mit, die gläubig sein wollen. Und das sind Leute, die werden mir gehorchen, weil sie sich für diesen Weg entschieden haben. Und sie werden mit mir zusammen den Weg beschreiten. Wir können alles miteinander verbinden. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Naam, wa iyyakum. Tfadal. Ja. Wie ist das? Die haben jetzt Yawm al-Qiyam Allah sozusagen mit Allah gesprochen und hier, wenn sie Allah sehen, so würden sie es annehmen. Wie kann man das zusammen verbinden? Dass sie zum Beispiel Yawm al-Qiyam, sie haben mit Allah gesprochen. Jedoch würden sie dasselbe tun am Kopf. Aber wenn sie hier Allah sehen würden, so würden sie sozusagen, da wäre auch keine Prüfung mehr. Na, wie kann man das so verbinden? Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Er fragt, der Bruder, Yawm al-Qiyamah werden, oder beziehungsweise, das ist zu dem Zeitpunkt, wo der Todesengel auf sie herabkommt. Hatta idha ja'a ahaduhum al-maut, qala rabbi irji'un. Wenn dann der Todesengel auf einen von ihnen herabgesandt wird, das heißt, von dem er die Seele nehmen soll, dann sagt dieser, dem die Seele genommen wird, er sagt, oh mein Herr, schicke mich zurück. Und Allah azza wa jal sagt in einer anderen Ayah, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَنُهُ عَنْ. Und wenn sie zurückgeschickt werden würden, dann würden sie wieder dasselbige begehen von dem, was sie schon vorher getan haben. Das, nachdem sie alles gesehen haben. Das ist ein Thema. Das andere Thema ist, wenn Allah sich zeigt, öffentlich, das heißt, du hast jetzt keinen Zweifel mehr daran, dass es Allah gibt. Hast du nicht mehr. Selbst der größte Kafir, wenn er Allah sieht, was wird er? Wird gläubig werden. Das heißt, das ist ein Thema. Und das ist ein Thema. Die Leute, die, wenn sie auch, gab es nicht Leute, die nicht wussten, dass Muhammad der Prophet ist? Gab es doch, oder? Was haben sie gemacht?
Sind sie mit Iman gestorben oder mit Kufr gestorben? Sie haben doch den Gesandten mit eigenen Augen. Im Übrigen, ein Gesandter ist ein Wunder. Natürlich, was denkt ihr, ein Gesandter ist ein Wunder? Und wir haben das Thema auch schon behandelt. Diese Leute haben sich gewundert über den Rauch. Aber Allah Azzawajal sagt, wir haben doch zu ihnen was? Einen deutlichen Warner geschickt. Der ist doch noch ein größeres Wunder als dieser Rauch. Das ist ein größeres Wunder. Ihr wundert euch über den Rauch und nicht über den Gesandten? Das heißt, trotzdem haben sie ihn nicht geglaubt. Und das ist die Finsternis des Herzens oder das Licht des Herzens. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa iyyakum. Vernünftige Fragen vom Internet? As-Safat. Erklären das mit den Sternen und Jinn? Nee. Das hat gar nichts mit unserem Thema. Wenn wir bei Surat Safat sind, dann inshallah, dann kommst du wieder rein und dann hörst du dir den Tafsir an. Das ist ja nicht nur eine Ayah, das sind, ich meine, lest mal, wie viele Ayat das sind, die darüber handeln. Ja? Jetzt soll ich in einer Minute kurz mal diese ganzen Ayat erklären. Na, Tayyip. Sonst keine mehr? Nein. Jazakum Allah khairan wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum.